Morgen, Martin. Der erste zweite, der erste zweite. Hi, Martin. 11 Uhr, ein paar Margin. Naja, Informationen, sagen wir mal, wie man vielleicht geschickter auch traden könnte. Jetzt schauen wir uns den Eurostoxx mal an. Habe ich auch ein paar Anfragen gekriegt. Gucken wir mal da, wie wir da die Margin optimieren können. Hängt auch immer ein bisschen von Risiko, Gewinn, Erwartung oder Bereitschaft ab. Ja, also wie viel man bereit ist zu riskieren und auch wo man gegebenenfalls vielleicht seine Gewinnerwartung hat. Das bedeutet, schaut mal her, also angenommen, es ist jetzt nur, es ist jetzt hat jetzt mit dem reinen Markt heute nichts zu tun, das ist jetzt nur zur Demonstration, wie man mit Optionen ja, also eine Gewinnspanne und Verlustrisiko definieren kann. Also angenommen, ich bin jetzt long. Ja, ich sage, okay, wir kommen jetzt ein bisschen zurück. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir die 3-1 zum Beispiel sehen. Sagen wir mal im Laufe der Woche. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Jetzt habe ich die Optionen, das sind die Weeklies. Ja, jetzt könntet ihr rein nur die Optionen nehmen. Ja, ihr könntet jetzt hergehen und für 80 Dollar, ja, zum Beispiel, oder 80 Euro hier einen Call kaufen mit dem Strike. Das heißt, wenn bis Freitag 13 Uhr der Eurostoxx über 3100 plus eben diese 8 Punkte noch sein wird, werdet ihr ab da einen Gewinn haben wie ein Future. Das heißt, ihr braucht gar kein Future, ihr könnt einfach nur die Option kaufen. Ja, das ist ja, weil ihr das Recht kauft, ja, zu diesem Preis diesen Future zu kaufen, und wenn der höher ist, könnt ihr den ja auf dem Markt wiederverkaufen. Aber das macht man selten, sondern man verkauft dann die Option oder man lässt sie dann zetteln sozusagen. Das heißt ja, um 12 Uhr freitags bekommt ihr dann, wird dann abgerechnet bei der Eurex, und dann bekommt ihr dann den Gewinn, entsprechenden Differenz eben aufs Konto gutgeschrieben am Samstag. Ja. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch hergehen und sagen, nee, ich will keine 70 Euro, sondern ich will vielleicht nur, sag ich mal, 50 Euro oder 30 Euro riskieren, verkaufe aber einen 3125er Call. Ja, da habt ihr kein Risiko. Warum? Weil ihr habt ja den schon tieferen Call, ja, und holt aber die Prämie von dem anderen Call, habt aber dadurch natürlich euer Gewinn etwas reduziert auf 250 Euro, aber ihr könnt mit 40 Euro 250 Euro Gewinn machen, ja, ohne dass das euch, ja, also ihr könnt dann spazieren gehen, wenn irgendwann im Laufe der Woche auch nachts das Ding halt mal nach oben kracht, habt ihr eure Gewinndefinition. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Jetzt wollen wir aber mal mit dem Future mal schauen. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte zum Beispiel im Future sein, hat auch andere Gründe. Du kannst natürlich auch tagsüber rein und raus. Ja, das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel mal einen Boden kaufen. Du sagst, ich riskiere, also auf 3000 sind 230, wahrscheinlich sind 32 im Future. Ja, und dieser Put kostet 280. Ja, der kostet 280 Euro, also sagen wir mal 300, ja, und 203, also 500 Euro riskierst du, ja, riskierst du, wenn du bullish bist, ja, und sagst, ich glaube, dass wir die 100 Punkte machen, dann würde ich im Future 1000 Euro gewinnen, ja, und nur das verlieren, wenn ich recht habe. Ja, warum, wenn wir jetzt also 100 Punkte machen, dann verliere ich nur die Prämie, weil der Future macht ja dann einen Gewinn von 800 ungefähr. Also verdiene ich 500. Ja. Das heißt, ich zeige euch nochmal, was mit dem Margin passiert. Normal habt ihr jetzt, wo habe ich denn jetzt den Burschen? Ich habe den doch gerade drin gehabt. Eine Sekunde. Habt den Margin. Da ist er. Wenn ich jetzt rein in den Future gehe, ohne eine Option, kostet mich der Future 1400 Euro Margin. So, jetzt kann ich mir durch den ganz einfachen, simplen, primitiven Kauf einer Option, die am Freitag ausläuft, das heißt, mir ist bewusst, dass der Zeitverfall dort etwas schneller ist. Ja, das heißt, das haben wir auch gelernt. Die Neuen von euch müssen wissen, dass je näher zum Verfall die Option schneller an Wert verlieren. Ja,
Ich sage das jetzt einfach mal so. Ich mache das mal Market. Das heißt, ich gebe jetzt ungefähr 300 Euro aus für diesen Put. Ja, das System sagt mir, dass bei 3000 bekommst du von der, also ich mache es anders. Jetzt hier, guck mal, jetzt gehe ich mal long, haben wir ja gesagt, gell? Und schaut da, jetzt braucht ihr keine 1,4 haben wir gesagt, sondern nur 400. Ja? Das heißt, ich gehe mal long. Das heißt, wir haben für ungefähr 500, also wir haben ungefähr, ja, was haben wir, also 600, 700, also die Hälfte knapp, haben wir die Margin reduziert. Ja, schon mal. Und ihr habt zwei Vorteile, Jungs. Oder Frauen, Entschuldigung. Ihr habt Vorteile folgendes, schaut mal, guck mal, das ist eben der Clou der Option. Ja? Ihr habt euch einen eigenen Boden gekauft für 4 Tage. Ja? Jetzt kann natürlich sein, morgen oder heute wird es noch ein bisschen stürmisch, rein und raus. Ihr braucht euch um diese Stop-Geschichten überhaupt keine Sorgen mehr machen. Das heißt, auch im System sieht man nicht, ob ihr diese Option gekauft habt. Das sieht keiner, weil bei einem nicht. Wenn ich jetzt 10.000 Stück kaufe in den Weeklys, dann sieht man das. Ja, aber sie wissen ja nicht wer. Ja. Das heißt, da taucht ihr mit dem Future nicht im System auf mit irgendwelchen Stop-Loss-Geschichten. Ja. Und die Moves können kommen eigentlich, wann ihr wollt. Ihr könnt unterwegs im Auto oder was weiß ich mal einfach draufschauen, wenn er merkt, wow, jetzt haben wir einen Schwung gemacht, dann kannst du sagen, ich verkaufe alles. Dann hast du auf jeden Fall einen Gewinn. Ja. Geht's runter, hast du einen ganz klar erstmal definierten Verlust. So, dann kannst du jetzt auch in Ruhe daytraden. Ja. Du kannst in dermaßen daytraden. Ich zeige euch das nur mal noch 5 Minuten. Ich mache es nicht so lang. Guck mal, du bist jetzt irgendwann im Plus. Du machst jetzt 10 Dollar, sage ich mal. Der Vorteil dieser Option ist, die wird ja nicht gleich 0. Das heißt, diese 290 wirst du heute im Daytrading nicht verlieren. Da müsste er also bestimmt 500 Punkte machen. Würde sich mit dem Future freuen. Das heißt, irgendwann wird hier beim unrealized Profit and Loss, wird zum Beispiel, sagen wir mal, hier steht 100 und dann wird hier so eine 60 oder 70 stehen. Das heißt, du hast 30 schon Gewinn und dann kannst du dir überlegen, okay, gehe ich auf Break-Even, verkauf diesen Put. Warum verkaufen? Weil dann verliert er nicht mehr an Wert, wenn der Future steigt. Aber du bist drin. Ja, oder du lässt das Ding einfach laufen. Punkt aus. Simple, oder? So, jetzt könnt ihr natürlich auch hergehen und sagen, nein, also ich bin jetzt nicht der Gierige, um so viele Punkte macht er nicht. Ich hole mir noch ein bisschen Prämie. Ja, so, das heißt, du gehst hin und holst dir einen Call und nimmst noch 30 Euro ein. Ja, und das reduziert nochmal die Margin. Du hast vielleicht gerade mal 500 Margin, wenn du siehst, oder 600. Ja. Ich zeige euch das, wie das sowas dann aussieht, nur dass ihr das versteht. Das ist ganz simpel. Du kannst nämlich einen Call, was du nicht von einer Bank nicht verwechseln mit Optionsscheinen oder so ein Dreck. Also diejenigen, die sich mit Optionen auskennen, ist wahrscheinlich eher für die etwas neueren. Hier an den Markt, Eurex und Cybold und Nymex, kannst du Optionen verkaufen, ja, und bekommst die Prämie. Ja. Von der Bank kannst du nur eine Option kaufen, Optionsschein kaufen. Da musst du Geld ausgeben. Und umgekehrt geht nicht. Und deswegen bin ich ein großer eben Fan der Börsen, weil es da fair ist, weil du auch viel besser arbeiten kannst, weil guck mal, du hast dadurch dein Risiko minimiert. Zunächst, warum? Du hast ja 30 Euro eingenommen, das heißt, kannst es abziehen, 200, sagen wir mal 50 hast du für einen Put dann nur bezahlt, ja, oder sogar noch weniger, und hast du halt nur die Spanne bis zum Put zum Beispiel noch als Risiko. Ist ja egal, also 40 Euro sind auch 40 Euro. Du hast aber natürlich deinen Gewinn ein bisschen reduziert. Warum? Weil du dann ab 100 Punkten, aber hast ja Tausender im Future, ja, müsstest du ja liefern, sage ich mal, ja, oder müsstest du bezahlen denjenigen, der den Call gekauft hat, zum Beispiel ich. Du hast ihn mir verkauft, ich habe ihn gekauft. Angenommen, jetzt Eurostock ist bei 3,2. Ja, dann musst du mir die 75 Punkte bezahlen und ich krieg die, weil ich den gekauft habe. Simple. Du kannst mich bezahlen, weil du den Future hast. Das heißt, für dich ist hier ja der Gewinn sozusagen finito, wenn du das laufen lässt. Ist immer Ceteris paribus, dass du nichts machst. Ja, das heißt, wenn der Future am Freitag hier ist, wird dein Gewinn aber trotzdem nur hier bei 25 landen sein, weil du dort den Call verkauft hast. Aber dafür hast du auch deine Gewinn-Dings reduziert. Das ist halt alles, ist immer
Es hat Vor- und Nachteile. Ja, wir reden jetzt von einem statischen Bild, wenn du gar nichts machst. Das heißt, wenn du gar nichts machst und der Preis bleibt, verlierst du die Prämie und gewinnst du die Prämie. Ja, dann hast du einen Verlust von 250 Euro. Sollte er in irgendeinem Grad steigen, kommt drauf an, wann. Warum kommt es drauf an? Das sage ich immer in meinen Videos. Ja klar, weil dann immer davon abhängt, wie viel Prämie du noch hast. Wenn es heute macht, wenn er heute 50 Punkte macht, kannst du heute wunderbar mit dem Gewinn das Ding schließen, erstmal zum Beispiel. Ja? Wenn das Ding aber erst am Freitag steigt, wird diese kaum noch einen Wert haben. Ja? Das heißt, du brauchst dann eine größere Bewegung, je näher zum Verfall. Versteht ihr? Weil dieses Ding wird jeden Tag wertloser. Das könnt ihr dann auf jeden Fall behalten, wenn der rumdümpelt dort. Ja, das bleibt auf jeden Fall. Aber jetzt habt ihr einfach mal ein ganz einfaches Risiko-Gewinnmöglichkeiten-Szenario mit einem Future, ja, gesehen. Merkt euch, wenn ihr aus dem Future mal raus seid, zum Beispiel, und ihr habt noch diesen Verkauften drin, seid ihr in einem höheren Risiko. Ja. Und dann müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich würde dann, wenn am Anfang, weil man da halt noch Anfänger ist mit Optionen, einfach, wenn ihr irgendwo einen Gewinn habt, mit dem ihr leben könnt, alles schließen. Ja, und einfach ein neues Setup. Weil man ist dann langsam, oder nicht langsam, man wird dann irgendwie dahin verführt, irgendwelche Experimente zu machen. Das kann manchmal schief gehen. Ich sage euch, warum. Du gehst zum Beispiel aus dem Future raus und hier raus, lässt du das oder hast es vergessen. Und das Ding knallt dir morgen in die Decke, dann bist du ungesichert und hast du verloren. Muss nicht sein. Das heißt, schaut dann immer zu, dass ihr, wenn ihr sowas irgendwann mal macht, mit allen vielleicht rausgeht. Wenn ihr es beherrscht, das zu rollen oder zu verändern, dann könnt ihr das auch machen. Ja. Aber das jetzt nur mal so ganz grob. Ich kann auch ganz kurz, warte mal. Du kannst natürlich auch ein bisschen konservativer sein. Du kannst zum Beispiel sagen, ich kaufe mir jetzt einen Put, der schon im Geld ist, sozusagen. Im Geld heißt, guck mal, der Strike ist bei 3025 und der Preis ist bei 3015. Das heißt, 10 Punkte, sprich 100 Euro, ja, bekommst du von der Eurex überwiesen, wenn es so bliebe. Ja, du musst 440 bezahlen, aber Vorsicht, du bekommst 100 sozusagen wieder zurück, wenn du nicht recht hast, dass wir bullish sind. Ja? Und dadurch kannst du zum Beispiel mit 430, legen wir die einfach mal rein, sprich eigentlich nur mit 300, auch long gehen. Jetzt schauen wir uns mal da das Margin-Verhalten an. Und siehe da, da brauchst du nur 80. Das heißt, du kannst es sogar schaffen. Ja, was haben wir gesagt? Mit einem tatsächlichen eingesetzten von 300, sagen wir mal mit 400, bist du auch long, also mit 400. Ich kann es dir noch weiter reduzieren, indem du zum Beispiel wieder das Gleiche machst. Also wir sind jetzt bei 400. Und du sagst nun einfach, mir reicht es bis 3,1. Das ist mein Ding. Ja. Und dann kannst du rein theoretisch das nochmal reduzieren auf 130. Das heißt, eigentlich mit 270 Margin kannst du, naja, da haben wir ja wieder die Spanne, 750 bekommen. So, jetzt wirst du sagen, da kann ich ja gleich eine Call oder eine Optionsstrategie machen. Das ist richtig. Der Vorteil oder Nachteil hier ist, deine Strategie. Deswegen sage ich immer, es kommt immer auf die Persönlichkeit an, was derjenige macht, machen kann. Guck mal, du kannst natürlich auch Daytraden hier. Wenn du merkst, wir gehen runter jetzt am Nachmittag und dann erkennst du jetzt einen Boden vielleicht oder der ADX dreht, ne, wo du sagst, naja, jetzt könnte es vielleicht bullish werden, dann könntest du diesen, ja, wenn du da irgendeinen Gewinn hast, schließen erstmal und hättest nach oben hin freie Bahn zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Oder du kannst hergehen, wenn der im Gewinn ist, ja, dass du den verkaufst und einen billigeren Put kaufst in der Hoffnung, dass jetzt der Future kommt. Das heißt, du kannst mit dieser Strategie daytraden. Ja? Ganz einfach. So wie die Situation ist oder am nächsten Tag, wenn du merkst, er bleibt 2 Tage, dann wird diese Prämie auch geringer, das heißt, da wirst du einen Gewinn haben, ja.
Und wenn du merkst, naja gut, aber ihr könnt jetzt kommen, weißt, schließ es und dann hast du den Weg frei. Eine Möglichkeit. Ja, da gibt es mehrere Varianten. Nur, dass du verstehst, dass du auch mit einem kleinen Konto, guck mal mit, ich habe jetzt kein anderes Ding extra reingemacht. Ich habe nur diese drei Positionen. Mit 380 Euro bewegst du den Euro-Stocks. Du hast natürlich eine definiert, du hast also einen definierten Verlust auf jeden Fall. Mehr kannst du nicht verlieren als diese 300 Euro. Kannst du nicht, weil der Put fängt dich auf. Der läuft dann 1 zu 1. Ja, du hast dann praktisch zwei Future, wenn man das mal gedanklich, versteht ihr? Ihr seid einen echten Future Long und mit dem Put seid ihr sozusagen einen synthetischen Future dann Short, wenn das Ding runterkracht. Ihr habt nur die Prämie dafür eben bezahlt. Das ist ja der Trick der Optionen. Aber es kann, das ist doch viel besser als diese Stop-Loss-Geschichten. Glaubt mir das. Das ist 100.000 mal besser. Das müsst ihr nicht unbedingt am Anfang machen, dieses Schreiben. Ja? Ich will euch nur demonstrieren, dass man auch dadurch noch mehr reduzieren kann und noch mehr euren Einsatz reduzieren kann. Risiko, das heißt, wir haben ja nochmal definiert, eigentlich nur 320 minus 70. Ja? Also eigentlich nur 250 Euro riskiere ich die ganze Woche. Ja? Überlegt mal, wie viele Trades ihr ausgestoppt seid, vielleicht mal ein Hunderter verliert, und ihr schwitzt und hechelt. Und hier könnt ihr sagen, Martin hat uns gezeigt, ich natürlich eine gute Vorarbeit ist essentiell, selbstverständlich, dass man guckt, wo könnte jetzt ein Boden sein und dann das Ding macht, also nicht willkürlich einfach sagt, jetzt deswegen, aber würde auch gehen, ja, theoretisch, wenn es dann mal, wenn es dann, oder wenn ihr einen Raum habt, wenn ihr merkt, naja, in ein, zwei Wochen wird er hier pendeln und wenn er gerade mal in dem unteren Range ist, könnt ihr dieses Ding probieren oder umgekehrt, wenn er merkt, na, jetzt ist er vielleicht wieder korrigieren, dann macht es genau umgekehrt. Ja? Das heißt, und vor allem habt ihr ja gemerkt, auch in meinen Videos, die schnellsten und größten Moves kommen meistens über Nacht. Das heißt, entweder haut euch das Ding nach unten, dann okay, dann sagt er, okay, lässt das Ding halt laufen oder schließt es dann irgendwann mit einem Verlust, aber wie gesagt, der Verlust kann nie mehr als 250 Euro sein. Das ist das Schöne. Und dann kommt wieder eine ganz andere Psychologie im Trading. Glaubt mir das. Ich spreche wirklich aus Erfahrung, viel Blut und Leid. Angenommen, wir gehen jetzt mal 40 Punkte runter. Ja, so. Dann habt ihr ja fast gar nichts mehr zu verlieren. Dann könnt ihr das Ding mal schließen. Ja, dann habt ihr hier vielleicht nicht ganz, seid nicht gierig, wenn ihr jetzt nur die Hälfte oder 40 Euro hier Gewinn habt, schließt euren Call. So, dann könnt ihr einfach nur warten. Dann würde ich sagen, naja gut, ihr zieht mal runter. Jetzt gibt es entweder eine Möglichkeit, wir gehen noch weiter runter, dann verliere ich halt meinen Einsatz. Den hätte ich aber auch so verloren mit dem Ausstoppen. Oder wir haben einen Rebound und ich bin dann in irgendeiner Form dabei und bin manchmal überrascht, ja, oder ich persönlich auch, dass manchmal noch die wirklich aus diesem Mauseloch, ja, sozusagen da rauskommen und du hast einen schönen Gewinn. Ne? Also das nochmal kurz zum Euro-Stocks. Das heißt, ich kann dir mit einem 10.000-Euro-Konto, könnte man es ums 10-Euro-Stocks reinlegen. Ja? Mit einer Chance von mit 2.500 eingesetzt, also Risiko, könnten wir praktisch 7.500 machen. Ist doch klasse. Ja? Und wir haben eine Woche Zeit und wir werden wahrscheinlich nicht ausgestoppt. Wir sind flexibel. Ja? Und das möchte ich eben auch mit meinem Kanal, also diejenigen, die mich kennen, wissen das, die neuen vielleicht hoffentlich werden jetzt sehen, es gibt noch eine andere Art zu traden, sage ich mal. Ja, okay, ich lege mal noch andere Videos rein.